Hallo, ich bin Joshua, bin 10 Jahre alt und stelle euch heute das Buch Eragon, das Vermächtnis der Drachenreiter vor. Es sieht so aus, hat 730 Seiten, kostet 9,99 Euro und ist erschienen im Karl Bertelsmann Taschenbuchverlag. Die Handlung, die spielt in einem Land namens Alagesia, ist hier. Da hat es eine große Wüste, einen Wald und ein ganz großes Gebirge. Und Alagesia wird sehr grausam von Galbatorix regiert. Galbatorix ist ein abtrünniger Drachenreiter und sieht so aus. Eragon ist 15 Jahre alt und lebt mit seinem Onkel Geru und seinem Cousin Roran in Carvajal. Hier. Und Eragon sieht so aus. Eines Tages ist Eragon auf der Jagd und findet da einen blauen Stein. Und er weiß nicht, was das ist. Und der Stein ist ein Drachenei. Und Drachen suchen sich ihre Reiter immer aus und schlüpfen dann bei dem, den sie haben wollen. Und aus dem Ei, da schlüpft dann Saphira. Saphira sieht so aus. Das merkt Galbatorix, dass das Ei in Carvajal gelandet ist und schickt die Rasak aus. Das sind böse Wesen, die so aussehen. Die verhüllen sich immer in Umhänge und ernähren sich von Menschenfleisch und Blut. Und die sind hergekommen, um das Ei zu suchen. Und der Eragon, der flüchtet dann mit dem Geschichtenerzähler aus Carvajal. Der heißt Brom und ist ehemaliger Drachenreiter, nur das weiß keiner. Und sie flüchten hier diese blaue Route. Auf ihrer Reise werden sie von den Rasak angegriffen und Brom wird dann tödlich verletzt und Murtag kommt dann, er sieht so aus, ist ein Jahr älter wie Eragon und rettet Eragon ans Leben. Und während der Reise träumt Eragon mehrmals von der Elfe Aria, die von Galbatorix in Gilead gefangen gehalten wird. Aria sieht so aus und Gilead liegt hier. Und Eragon rettet sie dann mit Murtag. Eragon, Murtag und Aria gehen dann zu den Farben. Die Farben sind Widerstandskämpfer, die gegen Galbatorix sind. Und die Farben leben im Biergebirge, in Farsen-Dur. Das ist ein Vulkankegel und da drin ist die Stadt Trondheim. Das ist auch die Hauptstadt der Zwerge. Und auf ihrem Weg dorthin werden sie von Urgeist verfolgt. Und Urgeist sehen so aus, führen die Befehle von Galbatorix aus und sind ziemlich böse. Und die Urgeist werden von Dursa geführt und Dursa ist ein Schatten. Und Schatten sind Magiekundige, die Geister beschwören, um sie zu unterjochen. Aber die Geister sind dann oft mächtiger als die Menschen selber und machen die Menschen zu ihren Sklaven. Und Dursa sieht so aus. Und, und bei den Urgeist finden die Farben eine Schriftrolle, aus der sie schließen können, dass die Farben und Zwerge angegriffen werden von einer riesigen Urgeil-Armee. Und hier sieht man den Zwergenkönig Rodgar
Und das ist sein Adoptivsohn Orik. Und Orik ist ein guter Freund von Eragon. In der Schlacht von Farsendur kämpft Eragon gegen Dursa. Und Aria und Saphira helfen ihm. Und da tötet er dann Dursa. Aber Dursa verwundet ihn am Rücken. Und es wird ihm in den weiteren Bänden noch ziemlich große Probleme bereiten. Das ist dann das Ende von Teil 1, aber keine Sorge, die Geschichte ist noch nicht zu Ende, weil Dursa ist zwar tot, aber es gilt immer noch, die Urgals auszulöschen, die Rasak zu töten und Alagesia von Galbatoriks Schreckensherrschaft zu befreien. Geschrieben wurde das Buch von Christopher Paolini. Er ist jetzt 29 Jahre alt, ist in Südkalifornien geboren und hatte Heimunterricht und war ein begeisterter Fantasy-Bücherleser und hat dann schon mit 15 Jahren Eragon Band 1 geschrieben. Es gibt auch einen Film zu dem Buch, aber der ist nicht empfehlenswert, weil sie haben da einen Fehler gemacht. Und da haben zum Beispiel die Urgals keine Hörner und sie haben das so, den so verändert, dass man da Teil 2, 3 und 4 nicht noch verfilmen könnte, weil das dann vom Inhalt her nicht mehr passen würde. Aber die Bilder, die habe ich aus dem Film genommen, weil es im Buch eben keine Bilder gibt. Ich bewerte das Buch mit 5 von 5 Sternen. Es ist spannend, fesselnd, mal was anderes als irgendwelche Fußballbücher. Eine tolle Fantasiewelt mit Magie, Elfen, Zwergen, Drachen und es macht richtig süchtig. Ich empfehle das Buch für Kinder ab 10 Jahren und am besten kauft ihr es in meiner Lieblingsbuchhandlung Buch und Töne in München oder ihr bestellt es gleich hier auf der Homepage. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß beim Lesen.